In der katholischen Kirche St. Barbara zu Helbra findet am Tag der Deutschen Einheit ein Festkonzert statt. Für die Damen und Herren des Regionalchores Eisleben, hier zu sehen bei der Generalprobe im Kirchenhaus, ist der 3. Oktober seit der Gründung im Jahr 2010 stets ein Pflichttermin. So sang man schon im Kloster Helfta, in der Eisleber Andreaskirche und im Theater, um nur einiges zu nennen. Gemeinsam mit Kantorin Johanna Dreißig, die das Ensemble seit ziemlich genau 2 Jahren leitet, entdeckten die Sängerinnen und Sänger im vergangenen Jahr die Helbraer Kirche, die über eine ganz besondere Akustik verfügt. Der Regionalchor Lutherstadt Eisleben lädt wieder zum traditionellen Festkonzert am 3. Oktober, am freien Tag, um 17 Uhr in der katholischen Kirche zu Helbra zum Konzert ein. Was erwartet sie? Sie erwartet ein buntes Programm des Chores mit verschiedensten Werken aus verschiedensten Epochen und es unterstützt uns wieder das wunderbare Blechbläserkollegium der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik aus Halle unter der Leitung von Frank Plewka. Und natürlich wird der Chor wieder von der Kantorin, von Frau Johanna Dreißig, geleitet. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit Ihrem Besuch ganz lieb unterstützen und den Klängen lauschen. Ich lade Sie ganz herzlich ein am 3. Oktober, 17 Uhr in Helbra in der katholischen Kirche. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.